Yo, 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 liebe Leute, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Stardew Valley. Diese Geister sind heute gut drauf, du wirst ein wenig extra Glück haben. Gucken wir nochmal. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Mensch, ist einiges reif. Oha. Ja, ich denke, wir können auf jeden Fall gut neu pflanzen. Ist bei mir schon wieder ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Deswegen muss ich ehrlich gestehen, nicht, dass ihr wieder denkt, ich bin nur verwirrt. Ich weiß nicht genau, wo wir aufgehört haben das letzte Mal. Sprich, was so unser Plan war. Ich meine, klar, der Plan ist immer jetzt erstmal, über den Winter trotzdem noch so viel Kohle wie möglich ranzuschaffen. Auch wenn es schwer ist, weil man nicht so viel kriegen kann. Gerade mit der Feldarbeit, da die ja nicht großartig funktioniert. So, alles da rein. Kriegst du wieder zu mir und einmal organisieren. Wieder die schlechtesten rausnehmen. Und Wildsaat. Oh, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Dann gießen wir gleich alles, was wieder weggegangen ist. Dann gucken wir mal, ob die 60 Stück reichen, um das Ganze wieder zu bepflanzen. Was haben wir denn den 13. Jahr? Also Luft nach oben ist noch. Aber was nicht reicht, sind 30 Stück. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal... Was fehlt uns denn? Uns fehlt davon und davon. Viel größer will ich die Felder jetzt auch nicht machen. Oh, Krokus fehlt uns. Habe ich Krokus nicht mit rausgenommen? Ich denke, das, was wir jetzt haben, reicht auf jeden Fall aus. Guck mal, passig, ganz genau. Mehr gleich fertig hier? Nee. So, dann müssen wir nochmal nach unseren Tierchen gucken. Bäume wachsen im Winter scheinbar echt nicht. Hier oben sind gleich nochmal Würmer. Hopp, noch eine neue Winterwurzel. So, dann gucken wir doch erstmal zu den Hühnchen. Ach, ich sehe gerade, wir züchten gar nichts Neues. Eine Ente ist viel wert, ne? Komm, wir holen uns nochmal eine neue Ente. Hallo Dagobert. Hallo Darkwing Chicken. Hallo Ella Propeller. Hallo Mandoline. Wir müssen unsere Tiere alle immer namentlich begrüßen. So, neues Futter rein. Ich meine, so eine automatische Futteranlage wäre echt noch... sehr angenehm. Guten Tag, die Tiere. Alles, was wir haben bei den Tieren, kommt hier erstmal wieder rein. Mensch, Bertha. Was geht? Jule hat keine Milch. Und wie geht's Wolli? Wolli hat Wolle. Okay, uns fehlt, glaube ich, noch eine große Ziegenmilch. Von daher machen wir das erstmal zu Käse. Das kommt damit rein und dann warten wir wieder ein bisschen, bevor wir verkaufen, natürlich. Damit sich das auch lohnt.
So, dann lassen wir unseren Hof hinter uns. Ah, jetzt habe ich die Erntesachen mit. Dann packe ich die hier rein. Muss ich mich nur dran erinnern. Und schon wieder Würmer. Na, kriegen wir auch diese Folge ein Buch? Aber bisher noch nicht. Hallo Pam. Hallo Krokus. Und Indimi. Ich weiß gar nicht, wo war das letzte Mal? 110? Ich glaube 110 war es nicht. Wo die Pilzebene war. War nicht so tief. Ja, bei mir ist schon wieder ein bisschen her. Ihr wisst, das ist bestimmt noch genau von der letzten Folge. 100? Jetzt auf 101 oder ich glaube auf jeden Fall eine 1 über dem eigentlichen sein. Okay, ich bin sofort wieder da. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Weiter geht's. Meine Frau kam gerade nach Hause. Die musste ich allerdings mal kurz begrüßen. Eigentlich ist das nicht gerade das, wonach ich suche. Hier ist er, wa? Zufall, dass da hier ein Pilz liegt, oder? Ist das wirklich die Pilzebene? Auf jeden Fall sind hier verdammt viele Monster. Mehr als ein Pilz vorhanden. Und eigentlich suche ich wirklich nur diese Pilzebene. Die ist es auf jeden Fall auch nicht. Ich hätte einfach mal in die letzte Folge gucken sollen. 90. Ich glaube, am meisten Geld bringt es echt, wenn wir jetzt immer wieder die Pilzebenen uns raussuchen.
Oh, noch eine geheime Notiz. Das ist auch schon mal keine. Okay. Es müsste mehr als einer sein. Mehr als ein Ollapilz. Wir brauchen doch Geld. Taverne gehen auf dem Rückweg und dann mal wieder alle ein bisschen beschenken. Verdammt, wo war denn die Ebene? Oder war die echt schon bei den 120ern? Sogar 110 war mir, glaube ich, zu tief, aber... So, wir müssen jetzt suchen. Wenn ich die Folge jetzt nicht finde, werde ich dann wohl wahrscheinlich nochmal reingucken müssen. Fledermaus brauchen wir nicht. Hier war ja eine Leiter. Ah, wir haben sie gefunden. Hier sind genug Pilze. Die 112 ist es also. Kann ich euch jetzt mal einen kleinen Gatefarm-Trick zeigen? Funktioniert mit der Ebene nicht perfekt. Aber auch schon. Das Problem ist bloß, dass wir jetzt zu lange gebraucht haben, um diese zu finden. So, wir nehmen aber auch noch das ganze Gold und alles mit, was wir so finden. Okay. Dann ist die Ebene voll geleert. Dann verlassen wir die Mine. Auf der 112 war es, dann gehen wir wieder in die 110, 111 und finden hier auch gleich noch einen Pilz, was natürlich sehr praktisch ist. Jetzt seht ihr das kleine Problem, wir müssen immer erst die Leiter suchen. Aber dann sind wir wieder da und es ist wieder alles voll mit Pilzen. Und wir übersehen die Fledermaus, die uns dann natürlich haut. Und da die Pilze massig Geld geben... Testen wir das jetzt mal aus, wie viel man so an zwei Tagen machen kann. Morgen ist dann natürlich noch ein bisschen blöder, weil wir zwei Ebenen immer runter müssen. Aber wir probieren es trotzdem einfach mal aus. Also am besten ist natürlich, wenn es von der Ebene her wirklich eine Etage bis runter ist, ne? Also 111. Alles, was so hier direkt einer nach ist, ist halt super. Schön, da ist die Leiter. Und da geht's weiter mit den Pilzen. Da muss man natürlich am besten noch Glück haben, wenn man eine große Ebene hat. Wachsen natürlich auch wesentlich mehr Pilze, als wenn man so einen kleinen Raum hat. Und so können wir jetzt schön ein wenig Geld farmen. Mal, wie viel wir heute noch rauskriegen. So, Mine verlassen. Ab auf die 110. 111. Das ist immer so ein bisschen random generiert auch, ne? Leiterchen, wo bist du? No.
Einmal würde ich schon noch gehen wollen. Vielleicht, wenn man jetzt so knapp davor ist und danach wollten wir eigentlich nochmal in die Taverne unsere Leute ein wenig beschenken. Mal gucken, morgen die 113 ist auch schlecht. Weiß nicht, ob 115 gut ist. Oh, noch eine geheime Notiz. Bewegt sich nicht. Der Stein. Deswegen kam dieses dumpfe Geräusch. Das ist nämlich auch Monster. Okay. Reicht für heute. Aber wenn ihr mal guckt, wir haben 10 normale, 10 goldene, 17 silberne, 4 und 3 blaue. Wahnsinn. Das ist sehr, sehr gutes Geld. Von daher, jetzt gehen wir einmal zur Mine und dann geht's ab nach Hause. Morgen ist es halt die 113. Ja, ich weiß nicht. 113 ist halt echt so. 114 ist noch blöder nachher. Nabelnd. Die Frösche sind im Winter sehr glücklich. Was? Nicht sehr glücklich, oder? Danke. Bitteschön. Also es ist halt immer besser, den Leuten was zu schenken, auch wenn es nicht das ist, was sie jetzt sofort mögen. Es ist eigentlich doch besser, denen immer was zu schenken. Es ist halt besser als nichts. Was haben wir denn hier noch für eine Quest gleich? Evelyn möchte gern einen Diamanten. Ja, für 2250 kriegst du einen Diamanten. Das ist das Dreifache, was wir normalerweise dafür kriegen. Hallo Gas, ich hätte gern einen Salat. Vielen Dank. Hallöchen. Hallo André, gibt es etwas, worüber du reden willst? Ja, ich mag Salat. Oh, das ist genau das, was ich wollte. Danke dir. Hallo Pam. Pam antwortet nicht. Pam, hier für dich. Du hast echt was Gutes geleistet, Kindchen. Danke. Das wollte ich nicht. Bitte Mani. Danke dir, das sieht nett aus. Bitte Willi. Ein Geschenk, danke. Bitte Clint. Danke. Dich mag ich nicht. Der ist immer so unfreundlich. Hallo Gas, bitteschön. Oh, das ist lieb, danke dir. Bitte Emily, danke. Na, wunderbar. Ein wieder was geschenkt. Was sagt die Freundschaftsliste? Ja, supi, dann haben wir auch so schon mal wieder viele beschenkt in dieser Zeit jetzt. Es geht ja jetzt bald wieder die nächste Woche los, wo wir dann wieder neu beschenken können. Wir wollen ja uns mit allen so ein bisschen anfreunden. Schnell nach Hause. Es ist spät. Ich würde sagen, wir verkaufen die Pilze jetzt schon mal. Robin arbeitet immer noch. Die braucht keinen Schlaf. Okay. So, die Pilze sind verkauft. Und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Ich meine, die Kristalle wie immer verkaufen wir auch. Noch mehr? Ja. Das war's jetzt aber. Wir haben noch eine Geode. Noch eine? Nein. Aber Robin, könntest du jetzt aufhören zu klopfen? Ich möchte jetzt ins Bett gehen. Das wird dann ziemlich laut. Mensch, was schmeiße ich denn hier alles rein? Das. Ach Quatsch, ich wollte doch nicht die geheimen Notizen, die wollen wir uns doch durchlesen. Und das. So, dann können wir ins Bettchen. Ich sehe gerade, ich habe den Löffel noch bei. Und ich kann nicht ins Bett jetzt. Oh, Kampfstufe 8. Plus 5 Lebenspunkte, ein Schleimbrutkasten und explosive Munition. Gut, mit der Schleuder haben wir noch nicht gekämpft. Sammeln Stufe 9, Axteffektivität und Regentotem. Okay. Guck mal die Pilze. Leute, 6000 von den Pilzen. Das ist ein Wahnsinnsgeld. Und wie spät wir die Ebene erst gefunden haben.
Und wie gesagt, sie ist nicht auf der perfekten Höhe, aber das waren insgesamt 7600, die wir gemacht haben. Wahnsinnig viel für den Winter. Von daher haben wir Post, okay. Ab morgen dockt eine reisende Händlerflotte im Pelikan an. Sie kommen wegen des jeweiligen Nachtmarkts. Der Markt beginnt um 17 Uhr und läuft die nächsten 3 Tage. Okay. Es gibt gratis Kaffee. Das ist doch schon mal was. Ich habe etwas hinter dem Gemeinschaftszentrum versteckt. Okay. Und das ist in der Wüste. Ja, wir wollen heute aber nochmal Pilzebene rocken. Jetzt gucke ich aber erst nochmal ganz kurz hier über unser Feld. Es ist Gott sei Dank nichts fertig. Sparen wir Zeit. Rostiger Sporn, den haben wir schon. Gucken wir nochmal kurz nach unser Tierchen. Hallöchen, Tierchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Schön, ist schon alles immer jetzt viel goldene Qualität. Okay, das ist auch geschafft. Die sind glücklich. Und hallo, ihr Tiere, ich bin wieder weg. Mann. Ich wusste genau, dass es nicht gut ist, sie nicht gleich zurückzubringen, dass ich sie dann heute vergesse. Aber gut. Da haben wir die beiden reingelegt. Können wir das gleich noch da reinschmeißen? Wie gesagt, die Sachen behalten wir an sich erstmal noch, weil, ja, die wollen wir haben. Käse. Absolut gewöhnlicher Käse. Dafür, dass wir eine große goldene Kuhmilch reingelegt haben, ist das eigentlich ärgerlich. Eine Milch und eine normale Ziegenmilch. Verdammt. Müssen wir wieder 2 Tage warten, um zu hoffen, ob es dann soweit ist. Und ich habe schon wieder den Eimer mit. Ich weiß noch nicht, warum die Kiste da oben steht, anstatt hier unten, wo man eh immer lang rein und rauskommt. Muss ich wohl noch mal irgendwann umstellen, aber naja, mal gucken, wann ich immer dran denke. So, Ebene 113. Heute gehen wir natürlich relativ früh auch los und wissen, auf welche Ebene wir wollen. Gestern waren 6000. Heute ist der Weg noch ein bisschen blöder. Also wenn ich noch Platz habe, kann ich dir. Ah ja, ich habe ja Magnetring. In die Minen bitte. Und Ebene 113 müssen wir. Wandern die rückwärts? Ach, dann ist es heute 111. Oh Leute, dann ist. Ich dachte, die wandert vorwärts. Was soll ich sagen, wenn das jetzt 111 ist? Es ist natürlich die perfekte Ebene. Weil dann heißt es jetzt Mine verlassen. Und auf die 110. Da kommen wir natürlich auch sofort auf die 111. Und boah. Das ist doch das, was man braucht, ne? Super cool. Bin mal gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Auf jeden Fall einiges. Ich pack uns mal die Pilze hier unten noch so hin, dass wir die auch immer gut in der Übersicht haben. Aber wir packen normal Silber, Gold, normal Silber, Gold. Blaue Pilze sind jetzt nicht ganz so häufig wie die roten, wie man ja sieht. Aber ich glaube, das rockt trotzdem. Okay, das hat sich diesmal nicht resettet.
müssen wir noch einmal raus und wieder rein. Manchmal hat man, dass es sich das nicht resettet, aber in den meisten Fällen klappt's. Diesmal auch nicht. Einmal ganz raus aus der Mine und wieder rein. Okay, hier gehen wir mal noch eine Ebene runter. Noch eine geheime Notiz. Auch nichts. Habe ich jetzt zu viele Pilze gepflückt? Scheint so. Okay, hier ist noch ein bisschen Gold. Bombenebene. Könnte ich bitte noch einen Diamant haben, dann kann ich den gleich noch auf dem Rückweg abgeben. Jetzt sind wir gleich auf 115, dann haben wir mal 5 Ebenen schnell durchrannt. Ui, was ist denn hier heute los? Geode nach Geode. Das habe ich mir fast gedacht, dass das auf jeden Fall nicht funktioniert. Noch einmal ganz raus, ganz wieder rein. Da sind sie wieder. Ja, manchmal sind sie halt nicht da, aber das Warten. Denn manchmal so ist es auf jeden Fall wert. Preislich natürlich. Der Wahnsinn, diese Pilzebene ist so viel wert. So, das Gold, jetzt nehmen wir noch mit, wenn das hier gerade so vorne auch anliegt. 110, 111. Ich weiß nicht, ob das zu bestimmten Zeiten passiert, dass die Nano wiederkommen. Oh Leute, Leute, wie viele blaue Pilze. Wie cool. Guck mal, wie viele goldene. Wir haben schon 6 goldene blaue Pilze. Das alleine sind, glaube ich, schon grob 2000. Die haben wir sonst manchmal nicht aus der Mine geholt, wenn wir hier den ganzen Tag drin waren. Aber ich habe auch keine Lust. Das wird jetzt mal eine Pilzsammelfolge, aber... Das möchte ich natürlich jetzt nicht den ganzen Winter über tun. Und. Das sieht sehr... Nee, sieht nicht leer aus. Das ist... Aua. Dass der mal so auf Kuschelkurs kommt. Es ist was da, aber nicht so viel. Mine verlassen. Auf die 110 und die 111 nochmal. Ja, manchmal resettet die sich nicht. So wie jetzt gerade auch wieder. Verlassen wir nochmal die Mine. Gehen nochmal raus. Gehen an den Teich, werfen wir ein Seed hinein. Platsch. Als Darbietung. Als Opfergabe. Ich weiß gar nicht, ob das wichtig ist, jetzt hier das ganze Gold mitzunehmen, aber...
wenn es schon mal auf unserem Wegen liegt. Okay, das war jetzt auch nicht so sehr viel an Pilzen. Aber wie ihr seht, 16, 22, 8, 5, 2 und 6 ist schon mal ein ganzes Ende wieder. Okay, wieder resettet. Diese ganze Schattenessenz. Leider, ich wollte eigentlich nicht bis rumlaufen, wäre ich mir gleich bis rumgelaufen, dann hätte ich mir die Zeit gespart. Warum auch immer, die Steine sind immer leichter zu zerbrechen hier gewesen damals. Wie haben die mir das angetan? Die muss ich kaputt hauen. Mine verlassen und wieder zurück in die 110. Ich weiß, es ist echt langweilig. Scheint nicht zu sein, okay. Nicht das Spannendste von der Welt, aber ihr sollt mal sehen, wenn ihr mal wirklich einen Tag frei habt. Bienenmäßig. Und ihr wisst, wo die Pilzebene ist, ihr habt es euch gemerkt. Oder ihr sucht einen Tag mal. Wie gesagt, sie geht rückwärts. Sie war gestern auf 112, heute ist sie auf 111. Irgendwo fängt sie mal an. Ich weiß aber auch nicht wann. Na gut, sie geht rückwärts, dass man sie auch verpassen kann, ne? Indem man aus Versehen das Level überspringt. Ein Aquamarin. Mal rein, ich muss bloß langsam aufpassen. 22 Leben noch. Ich esse mal lieber einen Keks. Ist mir zu heiß, ich mag nicht umkippen. War die ganze Arbeit umsonst. Ich habe noch einen Tag, okay. Ist heute der letzte Tag. Ich habe gehofft, ich finde vielleicht noch einen Diamant. Dann gehen wir jetzt schnell nach Hause, holen den Diamanten und reiten nochmal zu Evelyn. Ich denke, dass 20 normale, 30 silberne, 10 goldene von den roten und von den blauen 6 normale, 4 silberne und 7 goldene. Die schmeißen wir hier schon mal rein. Zusammen mit den Edelsteinen. Das ist auch ein Edelstein. Und dann holen wir nochmal schnell einen Diamant. Gucken, ob Evelyn so spät dann noch wach ist. Oder ob wir sie heute nicht mehr besuchen dürfen. Und dann meckert George bestimmt wieder. Was machst du so spät in meinem Haus? Oh, Licht ist schon aus. Ja, schön. Bis 20 Uhr hatten wir Zeit. Na gut. Wenn die Quest noch ist, suchen wir uns das in der nächsten Folge raus. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, wie viel diese Pilze gebracht haben. Ich bin darüber echt gespannt. Aber wir sortieren vorher nochmal aus, weil was will man mit dem ganzen Zeug im Inventar? Wenn man eine neue Folge bekommt, muss man erstmal aussortieren sonst. Von daher, klar.
gleich alles wegpacken. Den Diamant behalten wir, dass wir in der nächsten Folge auch noch wissen, was wir machen wollten. Achso. Jemand wartet auf dich auf Ebene 100 in der Schädelhöhle. Boah, wirklich jetzt? Ich war froh, dass ich Ebene 25 geschafft habe. So, liebe Leute, dann gucken wir mal, was die Pilze gebracht haben. Wow. Oder? Für einen Tag mal Pilze sammeln, 11.000. So, Leute, ich verabschiede mich in diesem Bild diesmal von euch. Das hatten wir bisher noch nicht. Aber ich glaube, in der nächsten Folge gibt es noch eine kleine Überraschung und die will ich jetzt noch nicht spoilern. Also, ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!